Panorama die Reporter. Heute: Ist es wirklich so schwer, einen Handwerkertermin zu bekommen? Wir machen den Test. Zurzeit sind alle Bauarbeiter belegt. Rufen Sie gerne in 3 Jahren nochmal an. Kommen wir nun zur Ziehung der Handwerkertermine. Alle Termine natürlich wie immer ohne Gewähr. So, was haben wir hier? Da hat einer seinen Handwerker erschlagen, weil er ihn 73 Mal versetzt hat. Was für ein Monster. Was denn, der Mörder? Nein, Mann, natürlich der Handwerker. Kein Klempner unter dieser Nummer. Ja, ich mache einfach immer 10 Termine gleichzeitig ab, gehe aber natürlich nur dahin, wo ich am meisten Kohle kriege. Ich verarschippe jetzt. Alle 11 Minuten versetzt dich ein Handwerker bei Verarschipp. Wir machen Ihnen einen Kostenvoranschlag, den Sie nicht ablehnen können, weil Sie eh keinen anderen Handwerker finden. The person you have called is temporarily on the Baustelle. Ihr habt mich tausendmal belogen. Ihr habt mich tausendmal versetzt. Ich will euch mit dem Anwalt drohen. Doch eure Nummer ist besetzt. Ein Handwerker ist wie eine Praline. Man weiß nie, was man für einen kriegt. 10.000 Euro? Ja, da ist die Anfahrt mit drin und ein Teil muss ich auch noch besorgen. Es läppert sich, ne? Ja, na gut. Empfehlen Sie mich gerne weiter. Mein Name ist Karl Gohn. Waschmaschinen werden teurer mit Karl Gohn. Na, wollen Sie einen Termin? Meister Yoda, wo waren Sie all die Jahre? 105 Jahre auf den Elektriker gewartet, ich habe. Scheiße, es ist.